Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und hier willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf der Südhimmel am Donnerstag. Ja, wir fahren noch so ein paar Fuhren, glaube ich, mal rüber. So hier Düngerproduktion. Ich war jetzt gerade auch schon überlegen, ob wir tatsächlich den Anhänger tauschen, aber wir gucken gleich mal, wenn wir jetzt das hier reingeschmissen haben, wie viel denn jetzt drin ist. Mein Gott, so viel mit dem kleinen Anhänger hier. Man könnte jetzt auch den größeren nehmen, ne? Der müsste ja nicht auch noch da sein. So, wie viel ist jetzt drin? Also wir schmeißen die, glaube ich, mal wieder an. Wenn jetzt die Gülle leer ist, ist die Gülle leer. Dann ist das halt so. Dieselproduktion, genau. Raps muss da rein, Sonnenblumen und Soja. Ja, ich glaube, Raps ist natürlich Mangelware. Weiß ich, Sonnenblumen waren, glaube ich, noch was da, aber Soja ist, glaube ich, auch so Mangelware, ne? Ja, das ist. Ja, Raps ist hier immer so gar nicht. Aber der ist auch wieder so ein Ding. Raps. Ne, Soja war das, glaube ich. Brauchen wir. Ah ja, zum Futter mischen, ne? Das gehört, glaube ich, noch hier mit in den. Also für Schweinefutter, ne? Soja. Wäre vielleicht auch noch so ein Mittelmaß oder so ein Mittelding gewesen, wenn statt Soja noch zum Vergleich Raps oder sowas noch gewesen wäre, ne? Aber gut, das wäre jetzt eigentlich auch Hupe, weil Raps brauche ich ja auch für die. Dieselproduktion. Ja. Schade, schade. Ja, das mit Saatgut ist auch wieder so ein. Der ist, glaube ich, leer. Ja, der ist leer. Ja, das Ding ist auch bis zum Rand voll. Das müsste eigentlich auch das Wolle, die ist immer noch bis zum Rand voll. Irgendwie, ich meine, die arbeiten zwar miteinander, aber irgendwie ist das hier, das nimmt, ja gut, das nimmt kein Ende, weil noch so viele Paletten, glaube ich, vorstehen, ne? Aber gut. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Gut. Zeit wieder runterdrehen. Ab in Drescher. Drescher. Halt. Den wieder aktivieren. Und da haben wir die Arbeit beendet. Ach du Wasser. Sehr schön. Ja.
Gut, da fahren wir vielleicht noch ein, zweimal oder was rein in die Produktion, würde ich sagen. Also, wenn ich es jetzt mal so richtig nehme, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht noch Lust, einen Mischsteuer zu holen. Ich, obwohl das jetzt eigentlich auch nochmal so eine Aktion wäre, ein Mischsteuer. Obwohl, würde das nicht sogar auch mit dem. Doch, das geht doch mit dem großen Fliegel, geht das doch. Den können wir doch umkonfigurieren, ne? Als hier Steuer, meine ich. Den kann man, ich meine wohl, ne? Aber ich werde mich da nie dran gewöhnen, ne? An diese Tür, dass die automatisch aufgeht, ne? Wir haben jetzt zwar, glaube ich, nichts mehr, was wir jetzt notdürftig oder dringendst düngen müssten. Oh, die 4 muss gepflügt werden. Schön. Die 18 muss auch gepflügt werden. Oh, schön. Ah, die 5 ist ja auch abgeerntet. Ah. Wer fährt da denn jetzt? Stimmt, das ist ja auch komplett hier gepflügt worden, ja. Ist das nur wieder so eine Sache? Raps oder Weizen? Also, ich glaube, Raps war, glaube ich, jetzt das, was am wenigsten im Lager war, ne? Weizen ist ein bisschen da. Gerste ist. Ja, gut. Raps ist, glaube ich, also am wenigsten da. Machen wir das auch so. Machen wir hier auch Raps drauf. Warte mal eben. Der stecht sich doch gleich mal wieder ein. Auf 5 bist du jetzt sogar. Das passt so. Jo. Kann man das so lassen. Nein, 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 nein. Das. Ich hasse dieses, also echt, das ist so ätzend, ist das, dass du in die zweite Bahn fahren will, wenn du nicht weit genug vorfährst, ne? Es ist so, manchmal so ätzend. So, dann fährst du. Wie viel ist denn da jetzt noch oder jetzt schon drin?
Lass man erstmal so. War der jetzt eigentlich hier drin, der Anhänger? Ja. Dann kann ich den auch nochmal aufräumen, glaube ich. Da hat jemand die Arbeit beendet. Den kann ich dann wieder dran lassen, weil wird hier eh noch mal wieder benutzt, weil ich muss ja auf der Tü-tü hier auf der 4 brauchen wir das ja auch nochmal. Richtig? Jo. Und wenn das auf der 4 gebraucht, wenn wir so auf, wahrscheinlich, wenn wir die 2 abgeendet haben, auf der 2 auch flügen müssen. Also wird wahrscheinlich jetzt komplett durchgehen, dass wir alle nochmal flügen müssen. Aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wir da Mais drauf gedonnert haben, ne? Also auf der 5 ist er fleißig zugange. Ach hier, die 43 ist ja auch abgeerntet. Okay, denn das wird ja auch, muss auch geflügt werden, naja. Ja, denn hier. Du hast das Ding eingeklappt, sehr gut. Es ist wieder so eine Sache. Andersrum. Ja, warte mal, wo bin ich denn hier überhaupt? Da bin ich. Also doch andersrum. Weil wenn die 43 sowieso abgeerntet ist. Können wir auch den hier da ansetzen und da kommen dann auch Kartoffeln drauf. Haben wir ein großes Feld mit Kartoffeln und ein kleines Feld mit Kartoffeln. Passt schon. Ich meine, wir werden natürlich erst noch den den Klaas noch hier runterholen, dass der das nochmal flügt. Logisch. Das irgendwie ist, ja, komplett vergessen. Naja. Gut, dann lassen wir dich mal eben hier stehen. Genau. Bringen wir nochmal bei dir rein. Okay, dann, da fahren wir auch selber hin, das ist egal. Ja, ich sehe aber gerade, wir haben das mit der Zeit auch wieder geschafft. Dann würde ich sagen, was das erstmal an der Stelle. Wenn ihr mögt, gerne morgen wieder reingucken. Ne? Gut, alles klar, dann haut rein. Bis morgen. Ciao, ciao.